Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und 6500, 6500, Wahnsinn, Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, 6500 Abonnenten habe ich jetzt erreicht. Ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank Leute, Dankeschön an alle, die mich abonnieren, irgendwo liken, irgendwas anschauen von mir oder ähnliches, mich irgendwie unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank. Also ja, 6500 ist schon eine ziemlich große Zahl, wie ich finde. Und ich bin ziemlich stolz darauf, dass das wirklich schon so viele sind. Und wenn ich mir vorstelle, wie ihr alle vor mir stehen würdet, ach, ich würde euch alle einfach mal umarmen und anlecken. So, aber zur Feier des Tages, was machen wir da? Ja, und zwar gibt es ein kleines Gewinnspiel. Da möchte ich nochmal ein ganz liebes Dankeschön an den Mivo ausrichten. Wer den Mivo nicht kennen sollte, schaut mal in die Videobeschreibung, dort ist ein Link zu seinem Kanal. Das ist ein sehr netter Kollege und der hat mir ja vor einer ganzen Weile mal ein Paket geschickt mit ein paar Spielen, die er mir geschenkt hatte. Da gab es auch ein Unboxing dazu. Und da waren aber auch ein paar Spiele bei, die mich jetzt nicht so interessiert haben, die ich jetzt nicht so unbedingt haben wollte. Und da hatte ich dann mit ihm gesprochen gehabt, ja, wie sieht's aus, möchtest du die zurückhaben oder irgendwas? Und er hatte gesagt, die kann ich dann gerne mal für ein Gewinnspiel verwenden. Und genau das werden wir jetzt tun. Also wie gesagt nochmal, Dankeschön an dich Mivo, dass ich da was habe, was ich verlosen kann. So, ja, was genau verlosen wir denn? Ich werde euch jetzt erst einmal die Preise zeigen. Ich habe das Ganze in drei Preise geteilt, sage ich mal. Und der erste Preis ist ein Nintendo Wii Spiel namens One Piece Unlimited Cruise 2. Ja, ein tolles Spiel von One Piece für die Nintendo Wii. Ich hoffe, jemand von euch hat da auch Interesse dran. Das Ganze sieht dann so hier aus. Zustand ist auch noch soweit sehr gut. Also, alles top. So, das ist der erste Preis. Der zweite Preis ist ein PlayStation 3 Spiel namens Final Fantasy 13. Vielleicht hat das ja der ein oder andere von euch noch nicht oder noch nicht probiert. Und hat jetzt die Gelegenheit, das Ganze zu gewinnen und dann eben, ja, mal auszuprobieren, ob es denn gefällt oder nicht. Das Ganze auch wieder komplett und gut erhalten. Ein Final Fantasy 13 ist der zweite Platz. Und der dritte Platz, der bekommt ein bisschen mehr. Und zwar einen kleinen Haufen Spiele. Und zwar bekommt der dritte Platz der Herr der Ringe, die zwei Türme für die PlayStation 2. Das Ganze auch komplett, also die sind alle komplett, das brauche ich jetzt nicht immer zeigen. Herr der Ringe, die zwei Türme. Dann dazu der Herr der Ringe, die Gefährten, auch für die PlayStation 2. Dann gibt es dazu der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Das ist, soweit ich weiß, sogar ein ganz gutes Rollenspiel. Dann der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Auch für die PlayStation 2. Also sehr viele Herr der Ringe-Spiele. Dann gibt es dazu ein Rollenspiel namens Legaia 2, welches ich übrigens sehr, sehr gut finde. Also ich mag das. Dann einen absoluten Klassiker namens GTA San Andreas für die PlayStation 2. Kennt natürlich jeder. Was ich hier zeigen will, ist natürlich noch, dass das die Platinum-Version CD ist in der Erstauflage Hülle. Aber das ist soweit nicht schlimm, die CD ist auch noch gut erhalten. Zum Zocken reicht das auf jeden Fall. So, das war sozusagen der dritte Platz. Und der dritte Platz bekommt noch zwei kleine Bonussachen rein. Das ist aber wirklich mehr als Bonus anzusehen. Nämlich einmal Final Fantasy X-2 für die PS2 in der US-Variante. Also da braucht ihr auch eine US-Konsole oder eine umgebaute, um das hier abspielen zu können. Das lege ich aber wie gesagt nur als Bonus rein, weil die CD dort nicht mehr so schön aussieht und ich jetzt nicht genau weiß, ob diese auch noch funktioniert oder nicht. Aber vielleicht findet der eine oder andere das auch ganz schick, sich so zumindest in die Sammlung zu stellen oder mag das Cover oder so. Ja, also das ist nochmal so ein kleiner Bonus, der dazu kommt. Und noch dann das hier, ein GTA 4 für die Xbox 360. Auch da ist leider die CD nicht mehr so toll erhalten und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das noch funktioniert oder nicht. Daher ist das auch nochmal als kleiner Bonus einfach mit dabei. So, das waren die drei Preise. Also einmal das One Piece für die Wii, das Final Fantasy 13 für die PS3 und der Haufen PS2-Spiele plus zwei Bonussachen. Und damit hätten wir dann drei Preise zum Verlosen. So, was müsst ihr denn dafür tun? Also, folgendes.
Am besten wäre es super, wenn ihr das noch nicht getan habt, dass ihr meinen Kanal hier abonniert und vielleicht auch ein Like da lassen würdet. Das wäre super. Was ihr jetzt noch nicht machen müsst unbedingt, aber ich erwähne das einfach mal kurz in der Videobeschreibung, findet ihr auch einen Link zu meinem Facebook, zu meiner Facebook-Seite, die ihr liken könnt, wenn ihr denn möchtet. Und auch einen Link zu meinem Twitter-Account, den ihr followen könnt, wenn ihr denn Lust habt. Also das sind keine Voraussetzungen, aber wer das macht, würde mich sehr freuen. So, ja, also wie gesagt, am besten ein Abo dalassen, Like wäre ganz cool. Und dann gibt es natürlich noch eine kleine Aufgabe. Und zwar schreibt ihr mir einen Kommentar mit folgendem. Ich möchte von euch mal wissen, was war euer verrücktester Traum, den ihr jemals hattet und an den ihr euch auch irgendwie erinnern könnt. Ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und dann habe ich vielleicht ein bisschen was zu lesen, freue mich und bin gespannt, was ihr so alles träumt, wenn ihr denn was träumt. Wenn ihr jetzt nichts träumt, dann könnt ihr auch reinschreiben, ich habe leider noch nie was geträumt, dann nehmt ihr auch teil, also ist gar kein Problem. Aber wenn ihr da eine coole Geschichte habt, dann einfach mal her damit. So, das ist alles, was ihr machen müsst und dann nehmt ihr auch schon teil. Das Ganze wird dann wieder zufällig ausgelost und dieses Gewinnspiel hier geht jetzt bis zum 16.05.2017. Also, ungefähr eine Woche und zwar um 23:59:59 oder sowas. Ich schreibe das dann nochmal in die Videobeschreibung. Dann ist das Gewinnspiel beendet und dann kommt dann auch die Auflösung, wer was gewonnen hat. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmen würdet. Ich freue mich, wie gesagt, sehr über die Abonnentenzahl. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Sehr coole Sache und ich weiß nicht, vielleicht kriege ich ja bei 7000 Abonnenten auch mal wieder ein noch größeres Gewinnspiel her mit vielen verschiedenen Sachen. Mal schauen. Ich gebe mein Bestes und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Das war euer Bannermeister. Also, bis dann.